Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir kamen von da hinten. Da würde es, glaube ich, genau da so lang gehen. Aber wir wollen erstmal ins Ventru-Gebäude gehen. Das müsste ja das sein. Können wir mit dir auch noch reden? Gibt's da was Neues? Hey, honey. Looking for a date? Das weißt du doch. Let's go somewhere more. Ja, das hat jetzt 40 gekostet. You lead the way. Nee, aha, verdammt. Ja, 40, das ist mir etwas zu viel, ganz ehrlich gesagt. Okay. Dann reden wir mit dir nicht. Da haben wir uns Taxi, wenn wir weitergehen wollen. Das ist aber nicht das Ventru-Gebäude. Das war was anderes. Das hier müsste das Ventru-Gebäude sein. Gehen wir mal hin und sprechen mit den Prinzen. Vielleicht hätte ich bei der einen erstmal fragen sollen, für wie viel Geld. Egal. So. Snackcake? What are you doing here? I mean, I gotta admit, I'm a little flattered if you're stalking me, but anyhow, you see where your little security muffins ended up? Night shift lobby sergeant, huh? Hey, you stick with me, cause I'm going straight to the top, baby. Nehmen wir mal eins, das passt, glaube ich, zu Dings. I'd love to buzz you up, but according to Building Security Protocol 916, I'm gonna have to verify you're supposed to be here before I can open the elevator. I hate to be a Louis Law, but I'm new here, and you don't get a second chance like this every day. Ich muss LaCroix sehen. Would that be Sebastian LaCroix of the LaCroix Foundation, or Dwayne LaCroix of Insurrection Baby Formula Company? Ich glaube Sebastian. Was glauben Sie denn, Einfallspinsel? Okay then. Mr. LaCroix, he told me to expect someone fitting your description sometime tonight. You go right on up. Danke. Yeah, you have a good power meeting or whatever it is you types do up there. Do you need any security? Well, you just ring the front desk and ask for Officer Chunk. That's me, in case you were wondering. Ja. Danke, ich werde es mir merken. Ja, wir bleiben freundlich. So. Ist ja krass, wo es da überall hingeht. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir irgendwo hingehen. Aber hier können wir anscheinend tatsächlich nichts groß machen, oder? Außer mit dem Fahrstuhl natürlich nach oben fahren. Okay, dann steigen wir halt mal in den Fahrstuhl ein. Ich schätze ja mal. Lobby 4. Wir können nur PH drücken. Da sind sie ja. Da sind sie ja. There you are. I was informed of your presence in the building. Since you're here, I'll take the liberty of assuming you've destroyed the warehouse. This is correct, yes? Ja, natürlich habe ich ja. Most excellent. I had no doubt you'd prove my decision a prudent one. I trust you encountered no impediments to your progress on account of my personnel. Auf keine, überhaupt keine. Die Kainskinder in Santa Monica haben mir ja nicht immer ihr wahres Gesicht gezeigt, aber nö. Nö, überhaupt keiner. That is the answer I like to hear. You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Was bringt für mich dabei raus? Sollen wir mal frech sein? Don't be so hasty to inflate your own worth. You've succeeded once, very admirable. But in the grand scheme of it all, an infant stride of progress. If you're looking to make a name for yourself, listen very carefully. There have been whispers, rumors spreading around the Kindred community concerning the Elizabeth Dane.
The cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it? Irgendwas habe ich gehört gehabt, aber ich krieg's nicht mehr rein. The Dane was found out at sea. The reports say it was without crew, but they have yet to report a fate of said crew. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Onkaran sarcophagus. Now, okay. I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Onkaran sarcophagus. Was soll ich denn tun? You have three objectives. One, I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Onkaran sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence. So be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Yeah. Good. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? Oh, ich kann gar nichts anderes auswählen außer das. I see. Then, you should go humor the by-the-numbers rhetoric he's so desperately aching to spew. Oh, please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs clog the air and choke the local kine. Na schön. Give the Anarch community my regards. Okay. Auftragsbuch aktualisiert. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 16 Punkte schon. Muss ich gleich mal schauen. Also hier haben wir auf jeden Fall jetzt eine neue Aufgabe. Der ein Elisabethanisches Rendezvous. Der Prinz will, dass sie die Elisabeth Dane untersuchen. Aber zuerst sollen sie Nines Rodriguez in der Bar namens Last Round aussuchen, um herauszufinden, warum er mit ihnen reden will. Ja, die Elisabeth Dane, haben wir das irgendwo in Zeitungen gelesen oder im Radio oder Fernsehen was gehört davon? Ich weiß es nicht mehr. Es kommt mir irgendwie so schrecklich bekannt vor, aber kann auch sein, dass ich gerade irgendwas durcheinander bringe. So, die drei haben wir hier noch. Das eine ist fertig. Das wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und die zwei sind hier irgendwo. Das ist bei den Skylines Apartments. Und das müssen wir noch suchen. Alles klar. So, können wir auch mit dir nochmal reden, Großer? Nein? Schade. Ja, ich glaube, dann sollten wir wahrscheinlich jetzt hier gehen. Hast du noch irgendwie was Neues? Yeah, you go right on up and see Mr. LaCroix. Ah, let's see what we got on good old camera 3. Oh, well, hello there. I've been thinking about you. Oh, yeah. I want to lick you all over. Then make my way down to your creamy center and... What the... Get your hands off my Bavarian cream! Yeah. Okay. So. Komm mal da rein. Sorry, I'm afraid I can't help. Geh mal nochmal zum Dings rüber. So, dann hätten wir gesagt, machen wir uns mal auf den Weg zu 9, The Last Round. Da sollen wir ja als nächstes hingehen. 10 war der... Ach, das ist die Bücherei. Okay, da kommen wir aber anscheinend jetzt nicht rein. Dann gehen wir mal vielleicht als nächstes ins Hospital rein. Danach zum 8, Halloween. Hello Broke Hotel, nicht Halloween-Dings. Dann vielleicht hoch zu 11 rüber. Und schauen uns die einzelnen Häuser an. Vielleicht noch zu 12 gehen. Also, dass wir in diesem Gebiet hier uns einfach mal umschauen.
Und da findet man bestimmt noch irgendetwas Interessantes. Das ist doch, das Dings. Allerdings. Das nicht Hotel. Das Krankenhaus. Das sieht allerdings nicht sonderlich gut aus mehr. Und da haben wir das Hotel. Oh. Interessant. Okay. Und was ist mit euch? Ah. Okay. Dann gehen wir erstmal ins Krankenhaus rein und schauen uns da mal um. Wir schauen uns einfach mal um. So viel Zeit muss sein. Wir haben zwar jetzt nichts da drin zu tun, aber gut, was soll's. Vielleicht findet man ja irgendwas da drin zu tun. Vielleicht auch nicht. Nochmal speichern. Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me. Ganz ruhig. Was ist denn da hinten her? Und wer sind sie? My crew. We were here shooting for my show. I'm a parapsychologist, hunted in L.A. Oh God, it was right behind me. We've got to get out of here. Was ist denn da hinten her? Look, I'll level with you. We usually fake these things, you know, ghosts of this, that's all bullshit. We were setting up downstairs and weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Okay, warten Sie, ich schau mal, ob ich sie finden kann. No, don't go down there. We've got to get out. It's coming. Das hört sich doch nach einer neuen Quest an. Und apropos Quest, wir haben ja genug Dinger hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir können auf Geschwindigkeit Stufe 4 gehen. Das wäre schon mal gar nicht mal so schlecht, finde ich. Wir können aber auch akademisches Wissen machen. Dann ist die Recherche und das Überreden hoch. Das ist auch nicht schlecht. Verführen, ne, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Erscheinung oder Ausflüchte? Erscheinung macht nur Verführen und Ausflüchte auch nur... Das würde 8 kosten, das würde 3 kosten. Das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ob wir es brauchen oder nicht, keine Ahnung. Hat uns jetzt schon ein paar Mal geholfen. Aber überreden hat uns, glaube ich, auch schon mehrmals geholfen. Und Recherche, ne, ist auch nicht so schlecht. Aber Computer ist auch nicht so schlecht. Wer weiß, ob Haken 4... Nee, Haken 3... Nee, Haken 4, was wir haben. Wie lange uns das noch weiterbringt. Andererseits, so viele interessante Sachen haben wir jetzt auch nicht gefunden. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf Geschwindigkeit mal gehen. Boah, das nächste kostet gleich 20. Aber damit haben wir dann schon, für, falls wir wieder angegriffen werden sind, einiges, an Dings. Ich glaube, ich mache das so. Einfach, um sicher zu sein. So, reden wir nochmal mit dir. Ich komme wieder. Können wir den Computer benutzen? Nee. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es eine Quest hier gibt. Aber dem war leider nicht so. Haben wir es wieder mit Geistern zu tun? Da könnte man wahrscheinlich reinlaufen hier. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass wir da reinkommen. Ob uns das hilft oder nicht hilft. Okay. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Da wollten wir wieder runterkommen. Aha. Und hier kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen sogar da lang gehen. Interessant. Wie gesagt, keine Quest dafür, aber es interessiert mich, was wir hier so alles finden. Richtige Tasten sollte ich vielleicht auch drücken, oder? So, da haben wir den Computer, den wir eben gesehen haben. Da komme ich irgendwie nicht weiter. Ach, Jemine. Da wird es weitergehen, da kommen wir wieder nicht weiter. Okay, uns bleibt jetzt keine andere Wahl mehr.
immer die falschen Tasten. Ich weiß nicht, warum. So. Hier wird mal hochkommen. Ober? Oddball? Nee, das sieht irgendwie nicht danach aus, als ob ich da hochkommen würde. Das heißt, wir müssen sowieso... Wir müssen sowieso da runter gehen. Okay. Ich drücke immer C für Charakterauswahl, um mich zu ducken. Es muss aus irgendeinem anderen Spiel her sein, wo C zum Ducken war. Ah. Hallo? Kommen wir jetzt durch? Immer noch nicht? Also, geht doch. Irgendwas schleppt die ab. Okay. Ach, wir haben es anscheinend wieder mit Geistern zu tun oder irgend sowas. Yay. Da kommt doch Freude auf. Sonst ist hier nichts. Ach, das ist da, wo es ab runtergeschleppt worden ist. Okay. Oh. Wieder mal ziemlich gruselig hier. Ich würde gerne mal hier oben bleiben und noch nicht runtergehen. Hier oben gibt es doch bestimmt irgendwas. Sieht aber nicht danach aus. Ich glaube, wir müssen runter. Fragt sich auch, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir wieder rauskommen. Wahrscheinlich, wenn wir fertig sind, kommen wir da raus, wo der Typ gestanden ist, aus diesem Gitter, wo ich angeklickt habe, wo man aber nicht durchgekommen ist. So. Ich glaube, da müssen wir runter. Und es sieht nicht so schön aus. Aber hier lebt doch noch einer, ich höre doch was. Ah. Hm. Komm mal, ich glaube, da geht's weiter, oder? Ich sehe im Großen und Ganzen so gut wie gar nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Das ist ganz schön dunkel da drin. Okay. Relativ linear, aber gruselig. Wow. Was geht hier ab? Also die Geister unterscheiden sich doch schon einiges mal, um das, die, wie wir kennengelernt haben. Haben wir hier vielleicht gar keine Geister? Ich weiß es nicht. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall hier drin. Die Tür kriegen wir nicht auf. Vielleicht war wirklich ganz gut, dass ich auf Schnelligkeit getrimmt habe, falls es jetzt zum Kampf kommen sollte. Oh, da ist was. Ist einer. Ein Vampir? Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Die hat echt krasse Augen. Du hast dieses Seth-Kind gefressen, das ist ja widerlich. Du frisst Menschen? Ja, wer bist du? Das ist die gute Frage. Drinking blood to sustain your death. You are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Ich töte nicht, um am Leben zu bleiben. We drink blood
I eat flesh. Kine eat food. But kine think us a monster. Without remorse, they would burn our body twice over to be certain we were destroyed. What is unnatural for some is vital for others. Okay, wer bist du? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Und, warum lebst du in einem Abrisshaus? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kine upstairs must be sent down here. He has seen too much. Okay, wirst du ihn verspeisen? Eventually. Vergiss es, sie schicken doch nicht in seinen Tod. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Ah. Das ist ja schwierig wegen der Maskerade. Ob das, verstößt sich jetzt gegen die Maskerade, wenn ich ihn im Leben lasse, weil er zu viel gesehen hat? Andererseits, wenn ich ihn runterschicke, schicke ich ihn in den Tod. Nö, wir gehen mal. Die Zeit ist sowieso, um fertig zum Speichern. Kann ich es mir nochmal überlegen? Vielleicht kann man nochmal mit ihr reden? Ich weiß es nicht. Überlege ich mir nochmal. Aber beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.